Oh. Umgeknickt. Schauen wir mal, wie das genau passiert ist. Erneut gegen die Laufrichtung gespielt von Azarenka, die sich sofort auch besorgt informiert, was da los sei. Wohl am Sprunggelenk. Das ist der Physiotherapeut Alex Stober. Oh je. Oh je. Also sie ist keine, die irgendwas vortäuscht. Hat gestern nochmal gesagt, sie würde Medical Timeout nur im Extremfall nehmen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders ginge. Jetzt könnte es dazu kommen. Alex Stober mit ganz besorgter Miene, ja, der sie heute nochmal fit geknetet hat. Und Viktoria Azarenka, die ein sehr bitteres Ende dieses Grand Slam Finals. Also hoffen wir doch alle sehr, dass das hier weitergehen kann und nicht dadurch auch entschieden wird nun. Die 3 Minuten genau ab jetzt dauern wird. Und wir werden das weiter beobachten, gehen eine kurze Werbepause und hoffen, dass Lina dann weiterspielen kann nach dieser Unterbrechung. Hier hingegen war es richtig schön warm in Melbourne. Immer um die 25 bis zu 40 Grad sogar während dieser Turnierwochen gewesen. Ein Satz. Doch, schon wieder. Diesmal auf der anderen Seite. Wieder auf die linke Seite rübergelaufen. Das ist doch nicht zu glauben. Was ist denn da heute los? Ist natürlich auch ausgekühlt nach diesem 10 Minuten Feuerwerk. Also sie darf noch ein Medical Timeout nehmen. 2 sind ihr ja zugestanden, den Regeln entsprechend. Ja, also ich mag es jetzt nicht nochmal sehen, ehrlich gesagt. Es reicht mir, das schon vorhin beobachtet zu haben. Und da ist ganz klar, auch aus meiner Sicht, diese lange Unterbrechung mit dran schuld. Der 20. Auch das ist Topmarke für sie. In den beiden anderen Sätzen hatte sie jeweils 18. Azarenka kurz vor der Titelverteidigung. Und das ist es auch, gleich mit Matchball Nummer 1 holt sich Viktoria Azarenka den Titel bei den Australian Open 2013. Kann als 8. Spielerin in der Geschichte diesen Titel verteidigen. Die letzte, der dies gelungen ist, war Serena Williams 2010. Und die ist damit auch nicht die Nummer 1 der Welt, denn Viktoria Azarenka darf auch diesen Platz behalten durch die Titelverteidigung. Es war ein ständiges Auf und Ab und ich glaube, sie ist noch fertiger als vor einem Jahr nach dem Sieg gegen Sharapova. Eine hochemotionale Viktoria Azarenka, die natürlich die Belastung gespürt hat und auch die Antipathien, die ihr zum Teil entgegengeschlagen sind hier vor diesem Endspiel. Aber was hat sie nicht alles weggesteckt hier in diesem Finale, bei dem Lina zweimal sich behandeln lassen musste und am Ende unterliegt. Azarenka gewinnt mit 4-6, 6-4, 6-3 und bleibt die Nummer 1. So, Samuel Simic hat heute kein T-Shirt an, mit dem er sich bedankt bei seinem ersten Trainer. You did it again. You're a real champion. Das muss ich die Worte von oben von Mylon 2 und Red Fu
Du verdienst es. John Tobias ist da, dann der Pressesprecher ist da. Benito Perez Badillo. Alle haben sie jetzt gratuliert. Und das können wir ja absolut abnehmen hier, diese Reaktion. Victoria Azarenka ihren zweiten Grand Slam-Titel in ihrer Karriere. Und Lina muss sich trösten lassen. Wir gehen nochmal in eine Werbepause. Und wenn wir zurückkommen, dann sind ja auch alle bereit für die Siegerehrung bei den Australian Open 2013.